eben so eine kleine Liebesgeschichte, so etwas Feines, so etwas Wunderbares und das in diesem wunderschönen Spiegelzelt umrahmt, das ist eigentlich der richtige Ort dafür. Das ist so eine Art Zuhause. Mhm. Also ich fühle mich gleich wie zu Hause, wenn mein Andrea dabei ist. Zwei auf einer Bank, die rücken immer dichter. Zwei auf einer Bank, die wollen noch nicht nach Haus. Und die blaue Nacht, sie schweigt und keiner spricht mehr. Und alle Lichter gehen plötzlich aus. Oh Gott, ich bin blind. Als ich mal mit so einer Vorschlags-CD kam, ganz, ganz früh, als sie mir dann zugesagt hatte und eben solche Angst hatte und total sauer war, hatte ich mal so ein paar Liedchen aufgenommen, die ich ganz interessant fand. Und da war eben unter anderem eben ein Stück von Louis Armstrong drauf. Und meinte, das! Da habe ich mich erkannt. Ich glaube, ich bin ein Typ. Und du bist meine Puppe. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf dich küssen. Ich habe dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor, er muss das doch schließlich wissen. Der sagt doch sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf dich lieben. Das hat für schwache Herzen gar nicht gut. Ich hoffe, er hat da übertrieben, wie das so gerne der Onkel Doktor tut. Das war weniger eine konzeptionelle Geschichte, als dass wir gemerkt haben, wir sind auf dem richtigen Weg, weil es so einfach war. Es war dann wirklich ein sich gegenseitiges Bälle zu spielen, also auch bei den Dialogen und so, wo wir dann einfach Freude dran hatten, diese beiden Figuren zu sein, und wir wurden sie spielerisch. Joachim. Lore. Achim. Lolo. Jojo. Lo. Jo. Lo. 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 Jo. 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 Lo. 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 Jo. 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 Lo. 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 Jo. 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 Lo. 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 Jo. 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 Lo. 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 Jo. 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 Achim, was denkst du gerade? Du atmest so laut. Bei der Premiere bin ich fast gestorben. Und dann, als dieses dann über die Bühne gegangen ist, also die Premiere von Zwei auf einer Bank, dann hatte Andrea einfach recht. Singen macht glücklich. Ob man eine Stimme hat oder nicht, egal. Singen macht glücklich. Danke. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, es ist wahr. Sie haben.